Dann werde ich nochmal kurz zu Myra gehen und nochmal gucken, ob sie von dem Krimskrams, was ich ihr andauernd verkauft habe, vielleicht noch was hatte. Oder hat. Weil dann werde ich mir mal so ein Gleisgewehr auf jeden Fall zusammenbauen und auch so einen Rocketwerfer. Oh, wussten Sie schon? Zeig doch mal, was du hast. Alter, was hast du denn so Schönes? Fangen wir erstmal mit dem Einfachen an. Krücke. Hast du denn noch eine Krücke? Ja. Nehme ich. Danke. Eine Dampfanzeige. Hast du die auch noch? Nein. Verdammt. Eine Kernspaltungsbatterie. Die habe ich ja auch immer relativ häufig verkauft, aber nicht an sie. Ein Druckkochtopf auch nicht. Staubsauger. Ja. Staubsauger hat sie sogar. Laubbläser und Löschschaumspritzendüse. Und einen elektronischen Leiter. Cool. Gucke ich erstmal, was ich von meiner Seite aus verkaufen kann. Ach, stimmt, ich vergaß. Gute Jagd! Okay, das Einzige, was ich jetzt... Aber sag, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Halt den Schnabel. Fürs Gleisgewehr habe ich zumindest die Krücke. Aber die Dampfanzeige, die Kernspaltungsbatterie und den Druckkochtopf nicht. Aber ich kann den Rocketwerfer bauen. Doch, ja, Rocketwerfer heißt das, glaube ich, ne? Das ist cool. Bauen wir den mal. Rocketwerfer gebaut. Wenn ich den gebaut habe, hat er denn auch... Geil. Hört euch das an. Okay. Anscheinend kommen keine Meldungen mehr aus der Siedlung Great Hitch. Kein Einwohner ist jemals rausgekommen. Das kennen wir schon, danke. Außer Brian. Also ich wollte jetzt nochmal Rivet City und mal gucken, ob die Leutchen da ein bisschen was Sinniges noch haben. Also Dampfanzeige, Kernspaltungsbatterie und Druckkochtopf. Ich weiß ja, dass ich denen ein bisschen was verkauft habe diesbezüglich, deswegen will ich mal gucken, ob wir das da wieder zusammenkriegen. Ansonsten gibt es hier auch wesentlich mehr Krimskramsläden. Oder zumindest ein. Sie haben wohl beschlossen, sich... Ja, habe ich. So. Na, okay. Ich habe hier schon... Das kann man schon vergessen, okay. Das hat er schon nicht mehr. Hallo. Quick Fix? Nein. Er hier. Er hat, genau. Sehen Sie sich um. Ich habe alle möglichen Sachen hier. Seagreave hatten wir ja schon. Oh, was? Ja, stimmt. Ihm den Sitz klauen? Wohl kaum. Er leitet den Rat, als handle es sich um sein privates Bankkonto. Er sollte nicht sich selbst, sondern alle Marktgeschäfte repräsentieren. Es ist höchste Zeit, dass er ersetzt wird. Okay. Ich habe von allem etwas. Na, da bin ich gespannt, ob du auch von dem was hast, was ich brauche. Dampfanzeige. Fangen wir mit der Dampfanzeige. Hat er schon mal nicht. Eine Haarklammer, cool. Kernspaltungsbatterie hat er zumindest. Aber den Rest nicht, das ist doof. Manno. Krücke brauche ich. Ein Wetzstein, echt? Ich habe einen Wetzstein gehabt. Wow, wo habe ich den hier?
So, 65. Kriege ich da noch irgendeine Kleinigkeit? Elektronenladeteil lassen wir mal. Danke. Ja, schade. Aufhören! Entschuldigung, war nicht absichtlich. Okay, wir haben die Kernspaltungsbatterie, haben wir zumindest noch. Darf bekommen. Ich die Bestellung aufnehmen? Tschüss! Ja, tschüss. Hallo. Hallöchen. Hey Trini. Du hast einem netten Mädchen. Einer der neuen Einwanderer starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Ja, hab gehört, dass ihr Flusswasser getrunken hat. Wer ist denn so, wer ist denn so blöd? Entschuldigung. Okay, aber ich habe, glaube ich, keine anderen Läden mehr groß, die ich abklappern könnte. Oder habe ich noch irgendwo? Ach doch, ja klar, warte mal. Das will ich auf jeden Fall mal gucken. Habe ich ja hier noch die Möglichkeit. In Underworld. Komm, ein Druckkochtopf und eine Dampfanzeige, die brauche ich noch. Wie will ich das Gleisgewehr mal? So, wunderfröhliches Guten Morgen, Pfiff. Hallöchen. Hey, pass auf! Worauf? Hi! Sie sind zurückgekommen! Jo. Ich weiß. Okay, die hat auch andere Sachen. Okay, Diagramm Gleisgewehr, du willst mich verarschen. Also anscheinend. Will sie mich verarschen. Danke. Manu! Seufz. Manu! Altmetall ist hier Mangelware. Macht nix. Okay, eine Dampfanzeige und Druckkochtopf. Theoretisch, sowas ist ja jetzt nicht so schwer zu finden. Sowas habe ich auch schon extrem häufig gefunden. Ja, sorry, geht aufs Prinzip, so. Tja. Gut, ja, dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht auch hier irgendwo finde. So, da will ich aber nicht hin. Ich will jetzt... Wo war denn jetzt der? Da. Hui. Ist das da hinten irgendwas Großes, Böses? So, okay, hier war ich. Da oben bin ich lang gegangen. Die hatten leider weder eine Dampfanzeige noch einen Druckkochtopf. Wenn man sowas mal sucht, weiß er dann, findet man sowas nicht. So, da oben war ich auch. Versuche ich jetzt mal zu gucken. Oh, ein umgekipptes Silo. Vielleicht ist da ja auch was drin. Huch. Plötzlich taucht ein Haus auf. Okay, mich dünkt, hier ist nichts drin. Dito. Oh, geil, Klo. Hier ist irgendwas, irgendwer. Oh, fuck. Oh, fuck. Wow, lass mich in Ruhe. Au, au, nicht pieken, nicht pieken. Mit dem Maulwurfsratte, weißt du?
Was? Wo? Oh! Alter, die wollten mich verarschen. Oh, kommst du jetzt auf einmal her? Oh! Ah! Au! Ich lege mich gleich mal hin und schlafe. Geht aber nicht. Okay, ja, okay, dann haben wir Skorpion gefunden. Oh, hier gibt es viele unentdeckte Sachen, sehe ich auf jeden Fall gerade. Cool. Gehen wir doch erstmal hier hin. Was da auch immer sein mag. Gucken wir doch mal. Noch eine Stadt. Da finde ich doch bestimmt Druckkochtöpfe. Und bestimmt auch Dampfanzeigen, genau. Ich muss gerade überlegen, was brauche ich noch. Das sieht so ruhig aus. Zu ruhig. Hier ist auf jeden Fall auch was eingeschlagen in der Nähe. Huch. Okay. Okay. Auf jeden Fall sind die freundlich. Bis jetzt. Die da drin sind. Er packt seine Klamotten in den Briefkasten, sag mal. Erstmal alles hier absuchen. Eine ganze Krücke. Aber schön, dass ich jetzt auch eine gefunden hätte. Hätte ich ja keine kaufen brauchen. Lösen. Komme ich da rein? Nein. Aha. Was ist das hier? Hey, wer sind Sie? Ich bin ganz friedlich. Der König des Ödlands, yeah. Gut. Was wollen Sie? Nur mal gucken. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich warne Sie. Es ist nicht sicher hier. Kürzlich haben Supermutanten angegriffen und einige von uns verschleppt. Kommen Sie rein. Aber machen Sie keinen Ärger. Klar? Warum nicht? Big Trouble in Big Town. Was? Ach, Big Town ist das. Das ist Big Town? Naja, gut. Die Menschen zu ihren gefangenen Freunden befragen, okay? Hey, du. Anscheinend haben die Mutes einen vergessen. Hey, Flash. Hey! Kommen Sie ja nicht auf komische Ideen. Wir sehen vielleicht nicht so aus, aber jeder von uns ist ein ausgebildeter Killer. Ist klar. Ach, was soll's. Wir haben hier Probleme. Wenn Sie helfen wollen, super. Falls nicht, legen Sie bitte niemanden um, solange Sie hier sind. Aha. Tja, in dieser Richtung gibt's Supermutanten und in der anderen Richtung Sklavenhändler. Die Qual der Wahl. Sie fallen beide hier ein, schleppen alles raus, was sie tragen können und erschießen alle, die Widerstand leisten. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann gleichzeitig hier eintreffen und sich darüber streiten, wer uns umlegen darf. Okay. Und wohin sollen wir gehen? Megaton will uns nicht haben. Nach Lamplight können wir nicht zurück und Rivet City ist zu weit weg. Mal abgesehen davon, dass wir diese Stadt nicht halten können, stellen Sie sich mal vor, wie wir uns durch das Ödland schleppen. Alter, also sonst geht's euch gut. Es sind nicht mehr viele von uns übrig. Ich und Peppy. Red betreibt die Klinik, aber sie wurde von Mutanten kassiert. Kimber tut, was sie kann. Und dann gibt's noch Bittercup. Sie ist so nutzlos, wie ein Mensch nur sein kann.
Time Bomb wurde beim letzten Angriff verletzt. Er ist also raus. Mehr gibt's da nicht. Die Mutanten und die Sklavenhändler haben alle anderen kassiert. Nur wir und ein paar Kanonen sind noch übrig. Ja, wir werden sehen. Was? Sie haben noch nie einen Supermutanten gesehen? Sie sind gemein und hässlich und verdammt unheimlich. Sie sind gekommen und haben mehrere von uns zusammengetrieben und verschleppt. Gott, sie tun ihnen sicher Schreckliches an. Ich würde ja gehen, um sie zu retten, aber wer verteidigt dann Big Town? Ich bin jetzt jeden Tag auf Patrouille. Und ich habe eine kleine Überraschung für diese Muties, wenn sie zurückkommen. Wissen Sie, was es ist? Diese Superknarre. Jawohl! Ja, Mann! Aha. Ich weiß, wo sie hin sind. Nach Nordosten. Wahrscheinlich zum Polizeihauptquartier von Germantown. Sie haben Gewehre und sind fies. Also Vorsicht! Werden Sie sie retten, oder was? Ja? Das ist wirklich fantastisch! Super! Okay. Während Sie Ihrer Mission nachgehen, bleibe ich hier und verteidige das Fort. Cool! Hey, habe ich Ihnen schon meine neue Knarre gezeigt? Die ist der Hammer. Hier kann man höchstens ins Rathaus gehen. Und auch das ist für uns nur ein Treffpunkt. Es gibt hier keine Händler oder so. Toll. Wir lebten alle an einem Ort namens Little Lamplight. Aber dort gibt es eine Altersregel. Wenn man 16 wird, muss man gehen. Aber das war egal, weil man einfach seine Sachen packte und nach Big Town zog. Alle Erwachsenen gehen dorthin und es gibt reichlich Nahrung. Reichlich Nahrung, ja. Wenn man auf Kugeln steht. Ich kann schon nicht mehr zählen, wie oft auf mich geschossen wurde. Okay. Halten Sie nach Muties Ausschau! Ja! Ja, es ist echt eine coole Waffe. Muss ich ja echt zugeben. Nicht! Sie sind da draußen. Ich kann es fühlen. Was? Sie? Ich habe Sie bereits willkommen geheißen. Letztens gab es einen Angriff der Supermutanten. Und wo es einen gibt, da warten gleich 10 weitere darauf, uns an die Gurgel zu gehen. Danach werden die Sklavenhändler kommen, unsere Leichen ausplündern und die Überlebenden nach Paradise Falls verschleppen. Okay. Schleichen Sie Richtung Germantown, in die Nähe des Polizeikommissariats. Sie kommen immer aus dieser Richtung. Das wissen wir schon, okay? Es liegt in der Nähe. Die Sklavenhändler sind schnell und kommen aus allen Richtungen. Vielleicht weiß jemand anderes, wo sie ihr Lager haben. Hier gibt es nichts, was nicht schon zerstört oder geklaut worden wäre. Für sie wäre es besser, die Toten draußen im Ödland auszuplündern. Okay. Es gibt hier nichts außer den Gestank des Todes und die Gefahr eines neuen Angriffs, die jeden Sonnenuntergang verdunkelt. Sehr ästhetisch, danke. Ich suche nach 2 Arten von Bewegungen. Langsame, lauernde und unruhige, ruckartige Bewegungen. Beide sind tödlich. Okay. Manchmal sieht man am Horizont kleine, müde Punkte anstatt wütender, unruhiger Punkte. Das sind Siedler, die aus Lamplight hierher kommen. Arme Irre. Bis später. Das Clubhaus. Hallo, Clubhaus. Oje. Sieht ja schon sehr vielversprechend aus hier. Toll, ich darf aber nicht hier schlafen. Aha. Einmal in der Toilette haben sie es zumindest. Das ist schon mal etwas. Sogar ein schönes Sofa haben wir hier. Ich weiß gar nicht, was die haben. Mist, war nur ein Metallkochtopf. Aber ich brauche doch einen Druckkochtopf. Toll, also in dem Clubhaus muss man sich nicht unbedingt aufhalten. Vor allem, da war auch gar keiner drin. Was bist du für einer? Eine? Willkommen in Big Town. Kimba. Nicht, dass viel von der Stadt übrig wäre. Diese Supermutanten entführen immer mehr Leute. Ach, sie haben sie irgendwohin nach Nordosten gebracht. Zu einem Polizeikommissariat oder so. Danke, dass Sie unsere Freunde retten wollen. Nein, Red hat eine medizinische Klinik betrieben. Aber beim letzten Angriff wurde sie von Supermutanten einkassiert. Immer wenn diese
Dinger kommen, schnappen sie sich ein paar Leute, anstatt sie zu töten. Niemand weiß und will wissen, was dann passiert. Es gibt immer so viel Blut, wenn sie wieder weg sind. Und dann muss jemand die Leichen beseitigen. Ach, die meisten von uns kommen aus Little Lamplight, wie Red, Pappy und Flash und Bittercup. Als Kinder haben wir zusammen gespielt. Dann wurden wir alt und mussten gehen. Das sind die Regeln. Also haben wir gepackt und sind hierher gezogen, so wie man es von uns erwartete. Niemand hat uns gesagt, dass es so sein würde. Wir haben keinen Spaß mehr und die meisten von uns... Die meisten sind tot. Tja. Ich bin es so leid, ständig Angst zu haben. Dann sollte man hier weggehen. Ah, hallo, ich bin Bittercup. Hallo, Bittercup. Buttercup kenne ich, das ist ein Pferd gewesen. Endlich jemand, der kein Urteil über mich fällt. Wissen Sie, die Leute hier sind sehr schnell davon überzeugt, alles über jemanden zu wissen. Ich meine, nur weil ich anders aussehe, bin ich doch noch kein Freak, oder? Mann, diese Welt ist echt Mist. Wieso anders aussehen? Niemand versteht das. Man hört immer nur bla 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 bla. Was ist denn mit diesem Mädchen los? Was? Das sagen Sie doch immer. Bla bla, Bittercup, du musst aufpassen, wenn du auf Patrouille bist. Soll ich etwa Sklavenhändler aufhalten? Das ist doch Flashs Job, nicht meiner. Außerdem ist es doch sowieso egal. Früher oder später werden sie uns kriegen. In Lamplight wurde immer gesagt, dass Big Town ein sicherer Ort ist und dass man sich über nichts Sorgen machen muss, wenn man geht. Es gibt da im Nordosten irgendwo ein Polizeikommissariat. Begraben Sie unsere Freunde, falls Sie sie finden. Mich suchen schon genug Gespenster heim. Manchmal gehe ich durch die Stadt, um nach Kreide und Make-up zu suchen. Auch wenn man sowas hier nirgendwo kaufen kann. Ach ja? Und was? Nicht, dass ich etwas darum geben würde, was Sie denken. Keine Ahnung. Ist doch sowieso egal. Irgendwann enden wir alle als Mutantenfutter. Was wissen Sie überhaupt? Ihr Ödländer mit euren schmutzigen Klamotten und euren groben Gesichtern. Sie sehen wie ein Serienmörder aus. Sind Sie, schon liiert? Ich... Oh, naja, ich muss jetzt los. Aber ich würde mich über einen neuerlichen Besuch freuen. Aha, mit Bittercup kann man also was anfangen, ja? Hier spricht Präsident Eden. Alter, ihr hört doch nicht diese Scheiße, oder? Ja gut, anscheinend schon. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Oh Gott, ich muss ausschalten. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ja, die er sich unrechtmäßig hat erworben, weil er sich einfach selbst gewählt hat. So und nicht anders. Und tut mir leid, das kann man auch nicht im geringsten irgendwie rechtfertigen. Nein, nicht im geringsten. Na, komm her. Okay, mit Bittercup kann ich also irgendwas anfangen. Geil. Na gut. Was bist du für einer? Ein Besucher? Wer würde dieses Loch besuchen wollen? Sie wollen uns doch sicher vergewaltigen und ausplündern, richtig? Na? Na, wäre aber auch egal. Wir sind sowieso alle Snacks für die Supermutanten. Okay. Gut, wenn Sie sterben wollen, dann mal los. Sie sind in irgendeinem Polizeikommissariat in der Nähe von Germantown. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja, ich kann's machen. Ach, cool. Hatte ich den nicht repariert? Ach so, der Skorpion. Ich wollte gerade sagen, hatte ich die nicht repariert? Ja, ich kann's machen. Wir können in dieser Stadt zwei Dinge tun. Leiden und sterben. Sonst gibt's hier nichts. Auch keine zu plündernden Geschäfte.
Ja, absolut. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Die Supermutanten und Sklavenhändler wechseln sich damit ab, uns fertig zu machen. Wir können nicht zurückschlagen. Darum errichten wir einfach Barrikaden um die Stadt herum. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Es gibt keinen Ausweg mehr. Die meisten von uns kommen aus Little Lamplight. Wir waren zu alt, darum wurden wir rausgeworfen. Diese Rotzlöffel. Ich habe immer die Geschichten über das großartige Big Town gehört, in das all die Erwachsenen gehen. Aber hier gibt es nur Tod und Sand. Na dann. Wir werden alle sterben. Jo, ciao. Viel Spaß dabei. Reds Klinik. Ach, guckst du, hier ist der Time Bomb, ne? Ja, Time Bomb hieß der, glaube ich. Ich will ja nichts sagen, aber ist das nicht ein bisschen schlecht? Wenn man im Grunde genommen eine Hintertür hat, die von der anderen Seite aus begehbar ist und die nicht abgeschlossen ist. Ist ein bisschen dumm, oder? Also finde ich. Okay. Oh. Time Bomb. Operation durchführen. Noch ein paar misslungenen Versuchen ist es gelungen, Timons Wund zu nähen. Er sollte durchkommen. Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Huch. Verdammt! Was ist passiert? Oh, keine Ahnung. 7 Schusswunden, 2 Schlüsselbeinbrüche. Wow. Wow, das ist... Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Sie sind ein guter Mensch, wissen Sie das? Natürlich weiß ich das. Ach so, nein. In Ordnung. Ich bin vorsichtig. Das verspreche ich. Ja, bitte. So, jetzt ist der wenigstens erstmal wieder okay. Ja, und hier gibt's auch noch Richtung Keller. Wow. Okay, ich hatte jetzt echt gedacht, hier kommt was bei rum, aber das ist jetzt nicht so der unglaublich spannende Keller. Möchte ich jetzt mal so behaupten. Es sei denn, hier hinter ist eine Geheimtür. Ja, ist es aber wahrscheinlich nicht. So, nee, die Richtung aus Big Town möchte ich jetzt gerne nicht rausnehmen. So, seht ihr mal, Time Bomb ist wieder da. Diese Hornochsen in Lamplight meinten, hier wäre das fantastisch. Tja, ich denke mal, hier wurde jeder in Arsch gekniffen schon. Ich habe seit Wochen nicht geschlafen. Ach, okay. Ist gar nicht so ein richtiger Hintergrund. Oh, was ist das denn? Sentry Bot. Warum nutzt der den hier nicht? Damit, weil die wahrscheinlich keinen haben, der das reparieren kann. Was ist das? Das Rathaus, okay. Ein Besuch also. Raten Sie mal, was ich in der Wüste gefunden habe, als ich eigentlich auf Patrouille hätte sein sollen. Hier, das ist für Sie. Oh, cool, danke. Ich wünschte, es wäre eine Geisterstadt. Wenn ich tot bin, werde ich hier sicher spuken. Du bist irgendwie komisch. Wenn die Muties Sie erwischen, kommen Sie als Geist zu mir, ja? Klar, warum nicht? Scheint ja damit kein Problem zu haben. So, Rathaus. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde. Du wurdest nicht gewählt. Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Bestimmt. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Ja, das muss aber nichts heißen. Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Natürlich. Sie werden das verstehen. Nein. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Bitte. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen. Entschuldigung. Das Gelaber ist mir gerade schon zu hoch.
So, da, Big Town. Oh, wow, da sind wir schon. Sind gut vorangekommen. Ich schlaf doch lieber zu Hause. So, ich will nur ganz kurz... ich guck mal in den... Ein Hund ist nicht genug. Zwei sind zu wenig, also braucht's drei. Three Dog! Wie kommt ihr mit der Postapokalypse denn heute zurecht, Leute? Also, ich will nur ganz kurz... Meine Wenigkeit. Kernspaltungsbatterie, die Krücke. So. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich davon berichtet, dass jemand kurz davor Vault 101 verlassen hat. Schon wieder? James hieß der Knabe. Guter Mann. Aber es wird noch besser. Ich habe eine neue Meldung vorliegen, die besagt, dass... Willkommen zu Hause! Loch gestiegen. Hallo. Was zum Teufel ist dort los? Eine Revolution? Schulferien? Hat jemand einen fahren lassen? Schulferien. Die Veteranen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch willkommen zu Hause. Wir danken Ihnen für alles, was... Hast du vielleicht einen Druck? Doch, Kochtopf, nein. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn die mir jetzt einen Druckkochtopf schenken würde, eine Dampfanzeige. Das wäre voll witzig. So, die wird wahrscheinlich trotzdem nicht... Machen Sie sich nichts aus dem Rauch! Nope. Aber ich kann doch nochmal gucken, ob ich diese drei... Kronkorken kriege. Danke. Gute Jagd! Achso, nee, echt nicht? Oh. Stimmt, die hier haben ja dann leider auch nichts. Es geht nur darum, dass die nichts Neues haben. Oder zumindest keine Kronkorken mehr. Aber ich will ja mein Gepäck loswerden. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie es. Ach, leck me. Könntest du bitte aufhören, deine Hand so widerlich zu bewegen? Danke. Was haben wir denn? Hab ich schon. Oh, komm. Immer noch zwei Raketen, weil wir es können. Bräuchte ich noch ein bisschen. Oh Gott, die haben ordentlich was, ja. Oh, was? Nee. Na gut, jetzt habe ich wieder leere Taschen, jetzt kann das losgehen. So, jetzt kann ich hier das Rathaus nochmal weiter plündern. Ich suche nach... Ich nicht. So, seht ihr wohl, ist hier noch irgendjemand aufgetaucht, den ich noch nicht kannte? Ah ne, halt. Wahrscheinlich nicht. Kurz ins Rathaus. Demokratie!
liebe Amerikaner. Demokratie. Jetzt. Und für alle Zeit. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Hm. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ist schon irgendwie nicht ganz so toll, dass die sich diesen Müll auch noch anhören. Ja, sorry. Das ist Müll. Schlicht und ergreifend Müll. So, jetzt habe ich aus allen Sachen hier was raus, also könnte ich ja dann ja mal mich weiter in die Richtung machen. Wir sollen dann da irgendwo hin. Das sieht doch sehr vertrauenserweckend da vorne aus. Da sieht es auch doch was Wichtiges drin, ja. Auf jeden Fall ist da irgendjemand Wichtiges in der Gegend. Wow. Oh. Das war extrem gut getroffen. Entschuldigung. Haha. Weißt du, was ich jetzt gut machen kann? Voll in die Fresse. Sorry, ich wollte so dicht ran, weil dann schießen sie meistens nicht. Toll, ich habe eine Kernspaltungsbatterie gefunden. Toll, ne? Ladung für das Polizeirevier gewesen oder was? Die ganzen Knüppel da drin? Egal. Waren nur zwei? Oh, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, es wären mehr gewesen. War jetzt aber nicht so. Also es war viel drin. Oh, was ist das? Ein Autokino? Moonbane Freiluftkino. Cool. Na Mensch, nehme ich doch mal alles mit hier. Scheint aber nichts dabei zu sein, was ich gebrauchen kann. Okay, komm her. Ich bin vorbereitet. Komm her. Lesen. Ah ne, da sind Würfel drauf, okay. Okay, cool. So, wir müssen... Okay,
Okay, wir müssen dann irgendwie dahin. Okay. Oh, ist das eine Anlegestelle? So was Wasser sehr weit zurückgegangen, meine ich. Ah, guck mal. Ein mir feindlich gesinnter Protektor. Er hat mich gesehen. Und er trifft irgendwie nicht so richtig. Mit seiner Zielerfassungsmatrix ist anscheinend auch irgendwas nicht in Ordnung. Oh, was ist das denn? Das ist, glaube ich, aber nicht Arafu. Meine ich. Oh, da sind auf jeden Fall Leute, die ich nicht unbedingt angreifen muss. Oh, hi. Ein Sammler. Was darf's denn sein? Alles hat seinen Preis. Sehen Sie sich alles an und machen Sie mir ein Angebot. Ein Angebot, das er nicht abschlagen kann. Oh, komm, die Munition könnte ich gebrauchen. Erstmal grundsätzlich, ansonsten... Nö, ansonsten hat er nichts, was ich brauchen könnte. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Bis später. Bis später. Du bist ja ein Süßer. Oh, da unten ist irgendwas. Wo denn da? Ich bin angeschlagen? Echt? Warum bin ich angeschlagen? Oh, ich habe mich noch nicht repariert. Also... Da oben ist ein Meyerlurk. Sogar ein Meyerlurk-Jäger. Und ich muss da hinten hin, das ist ja toll. Oh, wo ist der Drecksack? Oh, fuck. Wollte ich.
Ach, der Feigling versteckt sich da. Das ist ja interessant zu wissen. Und hier ist ein Wohnwagen. Was gibt's denn hier so drin? Gar nichts. Toll. Ich bin ja nie so erfolgreich gefühlt. Weißt du was, lasse ich den da hinten in Ruhe? Mich ruft Arafu.